Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Bernhard Sunday Talk Special. Mein Name ist Bernhard Hummel und heute schauen wir uns gemeinsam an das Thema Wohnstraße, die wichtigsten Bestimmungen, was ist erlaubt, was ist verboten, was sollte man bei Wohnstraßen beachten und wissen. Wie immer der Hinweis, ihr findet das Ganze übersichtlich in meinem Fahrschulbuch Österreich auf Seite 103 beschrieben. Außerdem verlinke ich euch wieder unter dem Video die direkten Links zu den relevanten Gesetzestexten zum Thema Wohnstraße. Das wäre in diesem Fall der § 2 StVO bezüglich der Begriffsbestimmung, der § 7 StVO, die Fahrordnung bezüglich einer besonderen Ausnahme. Was die Radfahrer betrifft, wenn die Wohnstraße eine Einbahnstraße ist, das wäre der § 19 bezüglich der Vorrangregelung beim Verlassen der Wohnstraße, ruhender Verkehr, fließender Verkehr. Der § 23 StVO in Hinblick auf das Halten und Parken an gekennzeichneten Flächen in Wohnstraßen. Und der § 53 für das Hinweiszeichen sowie der § 76 BStVO, wo die Bestimmungen der Wohnstraße allgemein zu finden sind. Gut, schauen wir genau hinein. Was sollte man zur Wohnstraße jetzt konkret von den Inhalten her wissen? Ich muss zugeben, ich schaue da jetzt auch ab von der Seite 103 meines Buches. Zu Beginn vielleicht mal die Begriffsbestimmung zur Wohnstraße. Die Wohnstraße ist eine für den Fußgänger und beschränkten Fahrzeugverkehr gemeinsam bestimmte und als solche gekennzeichnete Straße. Wichtig ist, in Wohnstraßen ist grundsätzlich der Fahrzeugverkehr verboten. Das ist, was also viele nicht wissen. Es gibt nur Ausnahmen dieses Verbotes. Was wären die Ausnahmen dieses Fahrzeugverkehrverbotes in Wohnstraßen? Man darf zum Zu- und Abfahren die Wohnstraße befahren. Das heißt aber eben e contrario, man darf nicht durchfahren. Radfahrer dürfen die Wohnstraße allgemein benutzen, Fahrzeuge des Straßendienstes, Müllabfuhr, öffentlicher Sicherheitsdienst, Feuerwehr sind natürlich genauso ausgenommen. In Wohnstraßen ist das Betreten der Fahrbahn und das Spielen gestattet, der erlaubte Fahrzeugverkehr darf aber nicht mutwillig behindert werden. Die Lenker von Fahrzeugen in Wohnstraßen dürfen Fußgänger und Radfahrer nicht behindern oder gefährden, haben von ortsgebundenen Gegenständen oder Einrichtungen an der Verkehrssicherheit entsprechenden seitlichen Sicherheitsabstand einzuhalten und dürfen nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren. Wenn ich da so manche Leute in Wohnstraßen beobachte, die da mit 20, 30 km/h fahren, was verstehen wir unter Schritttempo? 4 bis 5 km/h. Außerdem zu beachten, beim Ausfahren aus einer Wohnstraße ist dem außerhalb der Wohnstraße fließenden Verkehr der Vorrang zu geben. Wir haben ja die sogenannte Fließverkehrsregel. Wer das im Original nochmal nachlesen möchte, Hinweis auf den § 19 unten. Da kann man im Absatz 6 genau die Fließverkehrsregel lesen. Dazu vielleicht auch gleich den 6a. und 6b anschauen. Ja, Parken ist grundsätzlich nur auf dafür gekennzeichneten Flächen gestattet. Das findet ihr im § 23 StVO zum Thema Halten und Parken. Da sagt, ich rufe euch das jetzt kurz mal hier gerade ab. Dazu sagt nämlich § 23 Absatz 2a, in Wohnstraßen und Begegnungszonen ist das Parken von Kraftfahrzeugen nur an den dafür gekennzeichneten Straßenstellen erlaubt. Ja, dann ist noch eine Sache, das haben wir sehr spannend letzte Woche auch wieder thematisiert im Rahmen der Fahrlehrakademie. Ich bilde ja die Studenten verschiedener Fahrlehrakademien Wiens im Rahmen der Pädagogik 2 gerade wieder aus
zum Fahrschullehrer und da müssen diese natürlich auch Unterrichtsproben machen. Da war ein Vortrag dabei, wo dann die Wohnstraße als Einbahnstraße vorkam und das ist eine sehr interessante rechtliche Bestimmung im § 7 Absatz 5 StVO in der allgemeinen Fahrordnung zu finden. Und zwar, ich lese euch wieder im Originaltext vor, ist jetzt etwas verwirrend, aber ich denke, das ist zumutbar. Allgemein steht im Absatz 5 der allgemeinen Verordnung, § 7 StVO, Einbahnstraßen dürfen nur in der durch das Hinweiszeichen nach 53 Absatz 1 Ziffer 10 angezeigten Fahrtrichtung befahren werden. Dies gilt nicht für bestimmte Gruppen von Straßennutzern, die hiervon durch Verordnung ausgenommen werden, und für Radfahrer in solchen Einbahnstraßen, die zugleich Wohnstraßen im Sinne des § 76b sind. Das heißt, normalerweise darf natürlich der Radfahrer nicht gegen eine Einbahnstraße fahren, es sei denn eine Zusatztafel erlaubt dieses extra. Allerdings in Kombination mit der Wohnstraße steht dezidiert im Gesetz drinnen, dass Radfahrer eben auch gegen die Einbahnstraße fahren dürfen. Ja, und dann kam letzte Woche noch zu mir in eine Fahrschule, in der ich arbeite, eine Dame ganz fertig herein und hat gefragt, dass sie wissen das sicher, vielleicht können sie mir helfen. Ich habe zwar schon einen Führerschein, aber ich habe da eine Anzeige bekommen, darf man durch Wohnstraßen nicht durchfahren? Ja, leider das Video in diesem Fall zu spät. Ich habe der Dame gesagt, natürlich nur zu- und abfahren. Und sie hat dann gesagt, das wusste ich nicht, ich habe extra alles gesucht und nirgends ein Video dazu gefunden. Ja, in dem Gespräch mit der Dame habe ich dann auch gesagt, ich werde das in dem Video erwähnen, habe ich also hiermit gemacht. Vielleicht kommt es ja auch tatsächlich an dieser Stelle an. Liebe Grüße. Ja, uns allen wünsche ich natürlich wie immer nur das Beste. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir vielleicht einen Daumen hoch geben könntest. Wenn es dir nicht so gefallen hat, wie jedes Mal die Bitte, nicht den Daumen runter, sondern sag mir lieber, was ich besser machen könnte, damit ich dir auch einen Mehrwert bieten kann oder damit dir dieses Video gefällt auf irgendeine Art und Weise. Gerne auch drunter kommentieren, natürlich vor allem auch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Themenwünsche oder sonstiges. Bitte einfach drunter melden und das war's dann auch schon wieder für heute. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt, nur das Beste. Tschüss, euer Werner. Alles Liebe.